Ich finde es gut, dass es sowas gibt. Das gibt es bei uns in Aachen nicht, deswegen würde ich sagen, es geht ab anscheinend, sieht man ja, aber ich weiß ja noch nicht. Ich habe noch keinen Auftritt gesehen, ich weiß heute Abend mehr, weil wir wissen. Auf jeden Fall ist die Hip-Hop-Kultur noch am Leben. Die war nie tot. So, mal, es gibt Höhen und Tiefen in jeder Branche, in jedem Business, überall. Und es geht ja eigentlich immer nur um die Künstler, die da sind. Und wenn dann gerade so 5 Künstler am Start sind, die die Masse scheiße findet, dann sagt man, Hip-Hop ist tot. Aber im Prinzip geht ja immer was. Halt immer was anderes. Und ich finde, Hip-Hop ist nicht tot, war nie tot und wird wahrscheinlich niemals tot sein. Auf jeden Fall, da muss ich mich korrigieren. Tod meinte ich für uns, für die Hip-Hop-Kultur, für uns, die es lieben. Natürlich nach außen hin ist es überhaupt nicht etabliert. Du wirst als Hip-Hopper so, wenn du ein Cappy hast und eine breite Hose, fast schon so angeguckt, wie so ein, wenn du jetzt so Moslem mit Hodja, mit Kopfbedeckung und Bart bist. Weißt du, wie ich meine? Also das ist schon was Außergewöhnliches irgendwie. Aber unter den Jugendlichen glaube ich nicht. Also eher für die Älteren, ne? Älteren Generationen. Deswegen, also das kriege ich gar nicht mit, weil mit denen habe ich einfach auch nichts zu tun, mit diesen Leuten. Ich habe gehört, vor ein paar Tagen war irgendein Politiker mit einem Air Max Music Shirt im Parlament oder so. Das, als ich das gehört habe, hat mich das stark erschrocken. Ich denke mal, wenn solche Leute das als normal empfinden würden, dass die Masse, von der wir reden, die es halt nicht als etabliert sieht, die würden das dann auch besser kennenlernen wahrscheinlich. Aber es ist auch einfach nicht deren Kultur, so bitter das jetzt klingt. Das soll jetzt nicht asozial sein, aber die müssen einfach, irgendwann sind sie ausgestorben, die Leute, die das noch nicht kannten. Und unsere Generation sind natürlich irgendwann die und kennen das schon. Also ich bin überzeugt, in 50 Jahren wird das nicht mehr so sein. Vielleicht schon früher, aber wenn ich ein Opa bin, werde ich wahrscheinlich, also wenn ich so lange lebe, inshallah, werde ich wahrscheinlich nicht Hip-Hop haten oder sagen, ey, was ist das, oder das nicht verstehen. Die verstehen es ja einfach nicht. Deswegen, ganz so hart es klingt, die müssen aussterben. Also mit der Zeit, ganz langsam, und irgendwann ist es einfach automatisch nicht mehr so, glaube ich. Hip-Hop kann auf jeden Fall von der Straße wegholen, das können aber andere Sachen auch, deswegen würde ich jetzt gar nicht, keine Ahnung, also Hip-Hop kann auf jeden Fall verderben und gut machen. Also ich kenne Jungs, denen würde ich nicht empfehlen, ihr Leben auf Hip-Hop zu geben, weil die definitiv nicht da enden werden, wo sie sich vorstellen oder wollen. Also es ist nicht so leicht, aber ich finde, wenn man das jetzt nicht kommerziell sieht, sondern das einfach sich als Stilmittel, um sich die Zeit zu vertreiben, statt zu kiffen draußen, sich mal einen Text aufzuschreiben, den man für immer hat und so. Wenn man das für sich entdeckt, das ist unbezahlbar, weil ich mache nichts lieber, als Texte zu schreiben. Aber also wenn man das mit kommerziellen Auge betrachtet, würde ich das den meisten sogar abraten, das jemals zu probieren, weil da wird man nur enttäuscht. Okay, Mo Trip aus Aachen in Berlin, hier bei der Graffiti Box. Und du hast die Macht, wenn du sie dir ergreifst. Jeder kann was schaffen, also glaub an dich. Peace.